jetzt halt los, das können wir nicht ändern. Irgendwo hinter den Massen an Schlepperfahrern steht jemand, den ich noch als Premiere jetzt ankündigen würde. Denn wir haben noch was Neues, wir haben einen neuen Bündnispartner hier. Es gibt nämlich überall in Deutschland wütende Ingenieure, die irgendwelche Wasserbrunnen, Messstellen angucken und sagen, es darf doch nicht wahr sein. Es ist wieder mehr Nitrat im Grundwasser. Es gibt Wasser, Trinkwasser, was verschnitten werden muss mit sauberem Wasser. Es gibt Seen in Deutschland, wo Aktivkohle reingeworfen wird, um Pflanzenschutzmittelreste zu binden. Die Wasserwerke stehen auf und sagen, stopp die Gülleverschmutzung, die sind sauer. Und deswegen sind sie jetzt hier und haben einen Vorgang aller Wasserwerke in Deutschland, der BDEW. Das ist der Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft. Da sind 1800 Wasserwerke und Organisationen in ganz Deutschland. Die haben ihren Chef hier hingeschickt, damit der mal sagt, was wir brauchen, damit das Wasser sauber wird. Martin Weyern, toll, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen auf der Werbesattbühne. Hallo Berlin. Ja, Deutschland ist nicht mehr Immenhof. Romantik der 50er Jahre. Wir haben heute industrialisierte Landwirtschaft. Und deswegen bedroht eine Gülleschwemme unser Grundwasser, die Grundlage allen Lebens. Wir sehen zurzeit zum Überlauf volle Güllebehälter. Und das sind Sinnbild der verfehlten Landwirtschaftspolitik. Und zum ersten Mal reden wir in Deutschland von Güllenotstand. Das geht aber zu Lasten der Boden, der Böden und der Gewässer. Und als ob das noch nicht genug wäre. Jedes Jahr rollen 66.000 Lkw mit Dünger aus den Niederlanden nach Deutschland. Die Eifel und das Emsland, das Münsterland, sind aber keine Gülle-Endlager. Mit diesem Gülletourismus muss endlich Schluss sein. Ja. 25 Jahre wurde die Nitratrichtlinie der EU in Deutschland nicht umgesetzt. Nach dem Motto, verschleppen, verzögern, vertuschen. Das muss ein Ende haben. Druck ausüben auf die Landwirtschaftspolitik. Sie muss an der Klage gegen Deutschland festhalten. Denn am Ende zahlen wir alle für diese verfehlte Politik. Und der Verbraucher zahlt die Zeche. Für steigende Kosten bei uns für die Wasseraufbereitung bis zu 60%. Für die Subventionierung der industriellen Landwirtschaft und am Ende auch noch für die Strafzahlungen an die EU. Das alles ist Irrsinn. Diese Verschleppung und Verweigerung der deutschen Landwirtschaftspolitik setzen wir die gesellschaftliche Ächtung entgegen. Geht nach Hause und schützt das Grundwasser. Vielen Dank.